Komm, weiter hier. Ich will was sehen. Schon wieder Discotrom. Das sind wir gerade eben gefahren. Ich will jetzt Waluigi Arena. Quatsch, Wario Arena. Wario Dingsdums. Ja. Mii, warum habt ihr was gegen die Strecke? Wählt die doch einfach. Mio macht's doch auch. Wir machen euch das schon vor. Macht's doch einfach nur nach. Und wer hat da wieder nicht gewählt? Ah, dieser komische Italiener schon wieder, ne? Hier, Pack. Das Italiener Pack ist zu doof, um eine Strecke zu wählen. Ja. Nee, nicht das Italiener Pack, der Italiener Pack. Ah, und noch ein Italiener. Aus der gleichen Gegend. Das sind bestimmt Freunde. Gabriel und C. Vielleicht sind sie auch verheiratet und man sieht es ihnen nur nicht an. Warum? Warum? Was habe ich euch getan? Ich wähle, seit wir angefangen haben, online zu fahren, wähle ich bei jeder Gelegenheit diese Wario-Strecke. Und wir sind bis jetzt alles gefahren, nur nicht die Wario-Strecke. Dafür sind wir jetzt schon zum zweiten Mal auf dem Kurs hier. Okay, Mio versucht, Lumafen auszubomben. Nett. Naja, solange er dann nicht selber in seine Bananen hinterher reinfährt. Solange ich nicht hinterher reinfahre. Nehme ich mir ein neues Item? Ich nehme mir ein neues Item. Okay. Dieser komische Italiener kam aus dem Nichts. Ist das schneller, wenn man da unten lang fährt? Oder seid ihr einfach nur schneller, weil ihr mehr Münzen habt als ich? Ich meine, die eine Münze, die ich habe, die ist ja jetzt nicht gerade der Hit. Das war übrigens gerade in vollem Bewusstsein, dass ich diesen. Wie konnte der Boomerang verfehlen? Wie konnte der verfehlen? Okay, der hat getroffen. Gut. Ja. Gar. Ich vergesse es, okay? Okay, beim dritten Wurf. Das hat, glaube ich, auch Andy geschrieben oder war es jemand anderes? Ich weiß nicht. Irgendwer hat geschrieben, beim dritten Wurf fliegt der Boomerang automatisch weiter nach vorne bis zum Erstplatzierten. Aber in dem Video, als ich das angesprochen habe mit dem Boomerang, war es definitiv so, dass mein erster Wurf mit Boomerang schon nach vorne ging zum ersten. Ich hatte den Boomerang noch nicht geworfen, nicht ein einziges Mal. Und er flog einfach nur geradeaus nach vorne. Und war nie mehr gesehen, obwohl man einen nicht dreimal benutzen darf. Hier, pack, das ist für dich. Weil du scheiße bist. So. Ich mach den armen Italiener fertig wie die Sau, aber es ist okay. Ich gönn's ihm. Ich habe zwar nichts gegen die Italiener, jedenfalls nichts, was hilft oder so. Aber der ist doof. Der wählt scheiß Bahn. Der wählt GameCube-Bahn. Hier, man sieht's ja, ne? Und man sieht, was passiert, wenn man scheiß GameCube-Bahn fahren. Ich krieg nur Rotz-Items, werd von allem abgeballert, was da ist. Und pack es scheiße. So. Wir sind schon wieder voll drin. Alles wie früher. In den guten alten Zeiten, als Mario Kart noch neu war. Wie geht das? Hast du jetzt gerade dadurch, dass ich mit dem Stern gerammt habe, weder Geschwindigkeit noch dein Item verloren? Ich habe dich mit meinem Stern getroffen und es hat dich nicht interessiert. Das finde ich nicht in Ordnung. Friss. Das hast du verdient. Das hast du sehr verdient. Finde ich nicht in Ordnung, dass ich dich mit dem Stern über den Haufen fahren kann und dir nichts passiert. Ich mache die Italiener fertig. Die können doch gar nichts dafür, aber okay. Ich finde es in Ordnung. Ich habe Spaß dran. Ich muss mir unbedingt mal den Weltrekordgeist von der Strecke angucken, damit ich weiß, wie man die fährt. Aber wen interessiert das schon? Königliche Rennpiste. Mio wählt die auch. Klarer Fall. Jeder wählt die, okay. Mal abgesehen von irgendwelchen komischen Leuten, die ich nicht kenne. Ich kann es nicht fassen. Sogar die Italiener wählen die, oder? Oder? Nee, der weiß immer noch nicht, was er wählt. Okay. Dann nicht. Was sind das alles für Leute? Der hier zum Beispiel, Ranz. Der hat keine Ahnung von guten Strecken. Und Joey offenbar auch nicht, ne? Naja. Gut, das hier, das ist okay. Die hätte ich auch gewählt, wenn nicht gerade königliche Rennpiste da wäre. Und wer ist die Tussi? Das war die andere Italienerin, ne? Die keine Ahnung hat. Ihr Italiener seid doch alle unfähig. Ihr wählt Tic-Tac-Trauma und Zufall, wenn wir Tic-Tac-Trauma schon gefahren haben und irgendwie königliche Rennpiste zur Verfügung steht. Dankeschön. Wo wir gerade beim Meckern sind. Verdammt, da muss ich unbedingt dran denken, dass ich das noch irgendwie erwähne. Ihr habt es vielleicht gerade gesehen. Egal, also jetzt war es gerade doof, weil gerade meine Strecke ausgewählt wurde. Also nicht nur die Strecke, die ich gerne hätte, sondern sogar das, was bei mir stand, also wo mein Mii drauf war. Und da hat mein Mii drauf gejubelt. Und alle anderen auch. Ich finde das nicht in Ordnung, dass mein Mii auch jubelt, wenn was anderes ausgewählt wird. Ich fühle mich dadurch von Nintendo irgendwie gedisst. Das kann doch nicht sein, dass mein Mii so dämlich ist und jubelt, wenn eine GameCube-Strecke gewählt wird, die ich nicht ausstehen kann, oder? Also, bitte. Nee, bin ich nicht in Ordnung, Nintendo. Mein Mii hat nur zu jubeln, wenn das passiert, was er will.
oder falsch, wenn das passiert, was ich will. Oh Mann, der Bananensenior. Na super. Nicht noch einen roten Panzer, bitte. Sind... Ja, da kommt noch einer, okay. Oder auch nicht. Yay, der hätte treffen können. Der hat noch getroffen, ich kann es nicht fassen, aber die Münzen habe ich trotzdem nicht gekriegt, obwohl ich mitten durchgefahren bin. Juhu, und ab nach hinten. Ich kann nicht sehen, wo ich lang fahre. Wo ist hier die Kurve? Sag mir mal einer, wo die Kurven sind! Was ist das für ein Scheißspiel? Das wäre doch mal eine Verbesserungsidee fürs nächste Mario Kart, oder? Ein Scheibenwischer. Der wäre auf jeden Fall ein nützlicheres Item als die Münzen. Oder der könnte auch standardmäßig bei gewissen Fahrzeugen dabei sein, zum Beispiel bei allen Karts. Andererseits haben die Karts nicht mal Scheiben, also warum sollten sie einen Scheibenwischer haben? Ist jetzt auch eine berechtigte Frage, oder? Ach, was weiß ich. So, Item holen wir uns diese Runde keins. Wir fahren lieber ein bisschen Offroad. Und kommen damit wenigstens wieder auf den dritten. Was war das eigentlich, was mich so zurückgeballert hat? Vom zweiten auf den fünften. Das war ein roter Panzer, oder? Ein einzelner roter Panzer. Gegen den ich nichts machen konnte. Und jetzt kann ich schon wieder nichts dagegen machen, wenn einer kommt. Und da kommt auch einer. An der gleichen Stelle wie eben. Haha! Okay, er kam einen Tick früher und hat mich nur deshalb später erreicht, weil ich einen Pilz gezündet habe. Okay. X. Drei Pilze. Das ist okay. War da gerade ein Bullet Bill direkt hinter mir? Bleib von meinen Pilzen weg, die will ich benutzen. Die benutze ich und nicht du. Ja, man kann Pilze klauen, wenn man Leute berührt, die Pilze haben. Ihr seid doch blöde, hässliche Lacker. Wie wäre dieses Rennen ausgegangen, wäre ich nicht in der zweiten und dritten Runde in der dritten Kurve jeweils von einem roten Panzer getroffen worden? Moment, 1, 2, 3, okay, nach der dritten Kurve von einem roten Panzer getroffen worden. Man weiß es nicht, wahrscheinlich wäre ich Zweiter. Oder vielleicht sogar Erster, wenn ich die ganze Zeit mit Pilzen zugeschissen worden wäre, sodass ich Mio noch überholen kann. Aber so, Heisenberg, echt jetzt? Oh Gott, da hat einer zu viel Breaking Bad geguckt oder so. Aber okay, meinetwegen. Ich finde das nicht in Ordnung. Ich will eine Revanche auf der Strecke. Aber ich glaube, die wird heute nichts mehr. So, da wir die andere Bahn schon hatten und ich auf die anderen... Moment, die Grusel-Wusel-Villa hatten wir noch nicht, aber auf die habe ich jetzt auch nicht wirklich Lust. Wer ist denn da drin? Der Mii kommt mir bekannt vor. Wer ist denn das? Wer bist du? Ludwig. Okay, du bist ein Franzose. Ich kenne dich doch nicht. Ich kenne keine Franzosen. Was bist du für einer? Alvaro. Den habe ich, glaube ich, schon mal gehört, aber ich weiß nicht, warum. Keine Ahnung. Und wer ist der Typ hier rechts, der mir so verdammt ähnlich sieht? Also, mein Bart ist viel stylischer, klarer Fall, aber... Und ich bin nicht ganz so gebräunt, so georanged wohl eher als gebräunt, aber naja. Gar. So, wer ist das? LeBron. 23 LeBron. Der war eben auch schon dabei, ne? Und Heisenberg ist auch nur da, ja. Der sieht sogar aus wie Heisenberg, wow. Also, wie der Typ aus Breaking Bad halt. Wie hieß der eigentlich nochmal richtig? Also ich meine jetzt nicht, wie der Schauspieler heißt, sondern wie der Kerl eigentlich hieß, wenn er nicht gerade sich selbst Heisenberg genannt hat. Man weiß es nicht. Ich fahre gegen Wände, weil ich's kann, weil ich's kann, weil ich's kann. Ich finde das toll, ich fahre gern gegen Wände und ich werde auch gern gegen Wände gerammt, wenn ich dadurch nicht von Boomerangs getroffen werde. Mario Kart 8, ein Spiel für die ganze Familie. Habt ihr das gesehen? Der Boomerang ist genau über mich geflogen. Das ist das, was ich irgendwann mal versucht habe zu erklären. An irgendwelchen komischen Schrägen treffen die Dinger oft nicht. Es kann passieren, dass sie mal versehentlich treffen, aber im Regelfall eher nicht. Juhu, entschuldige Mio, ich hab nicht dran gedacht, dass du da vorne sein könntest. Aber es hat wohl keinen Unterschied gemacht, weil das ein Abwehr-Item. Und Heisenberg ist ihm dicht auf den... Fersen. Ich hasse rote Panzer. Rote Panzer sind rot. Und schnapp, 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 schnappi. Schnie, schna, schnappi, 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 schnapp. Schnie, schna, schnappi, 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 schnapp. Die hätte jetzt verbraucht sein müssen, verdammt. Ich habe so oft gedrückt, verdammt. Die hätte doch recht diesmal hier einen Geist aufgeben können. So, Mio, mach mich nicht kaputt. Warum fährt der links rum? Ist es von links aus einfacher, nach oben zu kommen, als von rechts? Oder ist es die kürzere Strecke? Oder ist die Welt seltsam? Wow! So wollte ich gar nicht. Ja, ich will zwar hoch hinaus, aber so hoch dann auch wieder nicht.
Nee. Und ich sollte weniger gegen Wände fahren, weil Wände sind irgendwie hinderlich beim Fahren. Hui! 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 Ich will irgendwann noch ein paar Feuerbälle hier haben. Hui! Hui! Immer dann, wenn ihr am wenigsten damit rechnet. Ja, was so ein richtiges Arschloch ist, macht sowas. Ich glaube, das ist jetzt auch die letzte Runde für heute für mich, weil ich wollte euch das ja jetzt nur ein bisschen zeigen. Und dann bereite ich mal ein Turnier für euch vor, damit ihr sagen könnt, ja, der Nixon, das ist ein ganz patenter, inkompetenter, was auch immer, der irgendwie Turniere veranstalten kann, wenn er gerade Lust dazu hat. Und dann sage ich, ja, der kann Turniere veranstalten, wenn er Lust dazu hat. Genau. Du Homo-Fürst! Heisenberg. Und dann ist er noch so doof und fährt gegen die Wand. Was hast du davon? Wenn man nicht fahren kann, soll man es lassen. Überlass das den Frauen, die haben es drauf. Man sieht es ja offensichtlich. Ja, so hässlich das komische Ding ist, in dem Peach da drin sitzt, die komische Suppenschüssel, es scheint trotzdem zu funktionieren. Also man muss nicht zwingend ein Schwergewicht fahren in dem Spiel. Man kann auch so mithalten. Nicht unbedingt mit Mio, aber mit anderen Leuten. Mit Mio kann man so oder so nicht mithalten, egal was man fährt. Gut, dann sage ich denen jetzt Tschüss, wenn ich es irgendwie hinkriege, aber das kriege ich wahrscheinlich nicht hin. Also sage ich nicht Tschüss, sondern ich gehe einfach raus. Ja, ich möchte wirklich zurückgehen. Schade eigentlich, wenn schon mal ein Raum stabil läuft, aber was soll's. So, dann müssten wir jetzt nur noch ein Turnier einrichten, nicht wahr? Also los. Gut, Moment, nee, ich will ein Turnier erstellen. Wie erstelle ich ein Turnier? Wahrscheinlich... Turnier erstellen. Damit. Genau, das klingt sinnvoll. Erstelle ein Online-Turnier. Während das Turnier offen ist, werden die Ergebnisse der Teilnehmer in der Rangliste gespeichert. Ja, genau. So, du musst einen Namen und eine Begrüßungsnachricht sowie bestimmte Regeln festlegen. Ja, und wann es offen sein soll. Genau. Verwende keine persönlichen Informationen und vermeide Ausdrücke, die den anderen Spielern unangenehm sein können. Möchtest du ein neues Turnier erstellen? Ja, genau, deswegen bin ich hier. Schön. Wähle ein Symbol für dein Turnier. Ach du Scheiße, jetzt soll ich auch noch ein Symbol auswählen. Gute Frage. Was nehme ich als Symbol? Ich nehme die drei roten Panzer, weil sie mir sympathisch sind und stylisch aussehen. Gib einen Namen für dein Turnier ein. Der Turniername kann höchstens 5 Zahlen enthalten. Ich will gar keine Zahlen drin haben. Muss ich Zahlen drin haben? Okay, ich glaube, dafür nehme ich jetzt lieber das Wii U Gamepad. Das ist irgendwie einfacher als mit der Wiimote. Und zwar habe ich mich für einen ganz simplen Namen entschieden, der auch gut trifft, wann das Turnier stattfindet. Und zwar soll mein Turnier heißen... Monday Madness. Also der Montagswahnsinn. Warum? Ganz einfach. Das Turnier wird immer montags stattfinden. Und warum wird es immer montags stattfinden? Weil Montag der beschissenste Tag in der ganzen Woche, ist... Und dann kann man sich dann auch mal was Gutes tun, ne? Oder noch was Schlechteres. Also wenn der Tag sowieso schon scheiße gelaufen ist und dann noch das Turnier scheiße läuft, dann ist man halt noch beschissener drauf. Aber so hat man was, worauf man sich freuen kann am Anfang der Woche, oder? Hat doch auch was für sich. So, und jetzt wollen wir regeln. Und da habe ich mir natürlich auch Gedanken drüber gemacht. Wir fahren natürlich 150 Kubik. Ich frage mich, ob man auch einstellen kann 150 Kubik und Spiegel. Nee, kann man scheinbar nicht. Also fahren wir 150 Kubik, klarer Fall. Wir fahren ohne Teams, wir fahren mit allen Items. Und ich hätte gerne eine Rundendauer. Geht das? Nö, kann man nicht einstellen. Fahrzeuge kann man... alle Fahrzeuge ist okay. Steuerung ist auch alles okay. Und Computer, die werden eingeschaltet. Warum? Geht's schwerer als schwer? Nee. Warum schalte ich die Computergegner ein? Ganz einfach. Wenn ihr ein Turnier fahrt, kriegt ihr eine Platzierung nach jedem Rennen. Und für diese Platzierung bekommt ihr Punkte. So, wenn ihr jetzt nur zu zweit in einem Turnierraum seid, dann kriegt ihr, wenn ihr Erster werdet, 2 Punkte. In jedem anderen Turnierraum bekommt ihr 2 Punkte, wenn ihr Vorletzter seid. Also auf gut Deutsch, wer gerade in einem Raum landet, wo nur 2 Leute mitfahren, der kann gar nicht viel Punkte kriegen, während jemand, der in einem Raum mit 12 Leuten ist, schon mehr Punkte kriegt, wenn er nur auf Platz 10 gelangt. Und das ist somit ein Grund, warum ich in den letzten Turnieren nie gut abgeschnitten habe. Beispielsweise im Nerdblade-Turnier, da habe ich die meiste Zeit einfach nur 1 gegen 1 mit Kirby Freak gespielt. Das war zwar lustig, war schön, aber punktemäßig bringt das natürlich überhaupt nichts. Und deshalb machen wir Computergegner an. Einfach aus Fairness. So, Öffnungszeit wöchentlich, das trifft's. Starttag ist nicht der Samstag, sondern der Montag, deshalb Montag, Monday Madness, klarer Fall.
Startdatum ist der nächste Montag und ich habe keine Ahnung, wann der ist, aber okay, kann man auch nicht eingeben. Startuhrzeit, die setzen wir noch eins runter, ne, zwei runter, okay, auf 17 Uhr. Das Turnier ist also ab 17 Uhr geöffnet und es endet nicht Sonntag, es endet immer montags, das wäre echt schlimm, wenn man eine ganze Woche Zeit hätte, und zwar um 21 Uhr, das heißt in der Zeit zwischen 17 und 21 Uhr jeden Montag könnt ihr mit mir theoretisch in dem Turnier spielen oder auch ohne mich in dem Turnier spielen und theoretisch dort einen Haufen Punkte sammeln. Und weil da 4 Stunden Zeit sind, machen wir nicht 8 Rennen, sondern wir machen es auf 20 Rennen. Kann ich nicht auf 20? Dann machen wir auf 32? Nee, das ist zu viel. Machen wir auf 16. Eigentlich wollte ich gern 20 Rennen machen, geht aber scheinbar nicht. Grund dafür ist ganz einfach, es sollen nicht die Leute oben in der Rangliste stehen, die am meisten gefahren sind, sondern die Leute, die am besten gefahren sind. Und wenn ich jetzt sagen würde, wir hätten eine unbegrenzte Anzahl an Rennen, dann würde es darauf rauslaufen, dass die Leute, die jeden Montag von 17 bis 21 Uhr durchgehend dabei sind, auch die meisten Punkte haben, egal wie gut oder schlecht sie gefahren sind. Und die Leute, die nur für eine Stunde dabei sind, die kriegen dann eben entsprechend weniger Punkte. Wenn ich jetzt aber sage, es sind nur 16 Rennen, die gefahren werden, dann gilt das für jeden. Und wer in 16 Rennen die meisten Punkte gemacht hat, der ist auch am besten gefahren. Klarer Fall. So, Gegnerwechsel machen wir auf jeden Fall an. Jede vierte Partie geht das auch... Es geht nur jede vierte Partie. Okay, meinetwegen. Aber das ist ganz gut, weil falls jemand alleine in einem Raum landet, das kommt auch vor, und dann nur Computergegner hat, dann hat der es relativ leicht, da mal einen Haufen Punkte zu holen. Und so ist eben ausgeschlossen, dass jemand die ganze Zeit nur mit Computergegnern fährt. Es ist auch ausgeschlossen, dass jemand die ganze Zeit nur allein fährt oder so ein Scheiß. Also, ja. Die Regeln, ich habe mir da schon ein paar Gedanken gemacht, man merkt es vielleicht. So, Zugang offen für alle. Ich weiß es nicht. Wollen wir offen für alle? Wir könnten auch Code erforderlich machen. Genau, wer den Code hat, der kommt rein. Das finde ich eigentlich gut. Und den Code kriegt ihr ja jetzt, wenn ihr das Video seht. Also, gar kein Problem. Wir fahren... Global, regional ist doch völlig egal. Das ist doch völlig egal. Wenn sie den Code haben, ist es mir egal, von wo sie kommen. Also global. So, und Spielerlevel ist natürlich von 0 bis 9999. Ist also jeder erlaubt, jeder gern gesehen. Und dann drücken wir auf OK und dann müsst ihr jetzt... Schreibe eine Begrüßungsnachricht, verdammt. Ja. Ich hab gedacht, da müsste jetzt... Irgendwie vielleicht sowas kommen wie... Hier ist der Code und freut euch dran. Was ist die Begrüßungsnachricht... Ich habe keine Ahnung. Alles klar. Ich habe keine Ahnung. Das ist eine gute Nachricht, glaube ich. Ja, die passt ganz gut. Dann weiß auch jeder gleich, wo er dran ist. Und bitte noch den hier. Dankeschön. Und dann ist das auch gut. So, und jetzt gibst du mir vielleicht einen Code? Einen Code? Einen Code? Gib mir Code. Das hört sich falsch an. Dein Turnier wurde erstellt. Monday Madness. Die Turniernummer ist 4847-3768-4569. Merkt euch das, schreibt es euch auf, edit es direkt in Mario Kart 8 oder macht damit, was ihr wollt. Wenn ihr mitfahren wollt bei Monday Madness, jeden Montag in einem sehr fairen Raum, dann tut das und wenn nicht, dann lasst es bleiben. Mein Angebot für euch. Wie lange das Turnier so laufen wird, weiß ich nicht. Es wird vorerst jede Woche stattfinden. Und wenn ich merke, dass das irgendwie keinen Sinn macht oder keiner mehr Lust drauf hat oder sonst was, dann wird's halt gecancelt. Gut, das war's von meiner Seite. Und dann würde ich mal so sagen, ciao Leute, macht's gut und bis zum nächsten Mal.